Ja, Herr Professor. Selbstverständlich, die Vorlesung heute Morgen. Ja, ja. Ich bin schon vor Ort. Natürlich, der Vorlesungssaal ist vorbereitet, selbstverständlich. Der Vorlesungssaal ist doch vorbereitet, oder? Ich dachte, das wäre morgen. Nein, heute. Das, Herr Professor, ja, natürlich, Sie können sich auf mich verlassen. Alles klar. In einer Minute. Bis gleich. Ja, heute oder morgen? Ja, heute Morgen. Das heißt jetzt? Ja, jetzt. Ja, ich komm gleich. Willkommen, liebe Kinder, zur Kinderuni-Vorlesung. Ihr fragt euch bestimmt, was wohl unter diesem roten Tuch ist. Unter dem roten Tuch findet ihr das Thema unserer heutigen Vorlesung. Mein Name ist Uwe Ilk, ich bin Neurowissenschaftler hier in Tübingen. Ich arbeite am Hertie-Institut für klinische Hirnforschung und außerdem habe ich das Schülerlabor für Neurowissenschaften. Vielleicht könnt ihr im Laufe eurer Schulzeit mal zu mir ins Labor kommen und bei mir Versuche durchführen. Ich war auch mal Kind, hier seht ihr ein Kinderfoto von mir. So, bevor ich euch jetzt die Geheimnisse der Sinnestäuschung zeige, würde ich euch gerne mein Labor zeigen. Kommt doch bitte mit! Wer wüsste nicht gerne mehr über das eigene Gehirn? Wie es arbeitet oder nicht arbeitet? Warum der Gedanke an ein Schokoladeneis einen nicht loslässt? Aber die Hausaufgaben sehr schnell wieder vergessen sind. Das Gehirn gibt viele Rätsel auf. Professor Uwe Ilk, ja, Uwe Ilk beschäftigt sich schon sein ganzes Forscherleben lang damit, ohne alle Rätsel gelöst zu haben. Sicher werden in den nächsten Jahren noch viele kluge Köpfe, viele aufregende Dinge über das menschliche Gehirn und seine Neuronen, also Nervenzellen, herausbekommen. Uwe Ilk hat zunächst Biologie studiert. Physik mochte er in der Schule auch. Und dazu kam noch Sport. Uwe Ilk war ein Ass im Schwimmen und so brachte er es im Abi auf 15 Punkte im Sport. In Physik und Bio war er auch sehr gut. Die anderen Unterrichtsfächer interessierten ihn nur mäßig. Sein Interesse an Biologie hatte sein Onkel geweckt. Der war Ornithologe, also Vogelkundler. Und mit ihm ging Uwe Ilk in seiner Kindheit oft in den Wald. Vor allem im Frühjahr Kaulquappen oder Salamander, die im Teich rumgeschwommen sind. Das war was, was mich sehr fasziniert hat und sicherlich einen großen Beitrag dazu beigetragen hat, dass ich später Biologie studiert habe. Doch im Biologiestudium waren es dann nicht die Tiere, denen sein Forschungsinteresse galt. Ganz früh im Studium habe ich schon bemerkt, dass eigentlich das Gehirn das ist, was mich interessiert, wie das Gehirn funktioniert. Und zwar gleichermaßen bei Tieren und bei Menschen. Von Anfang an war es das Gehirn und später dann die spezielle Verbindung zwischen Auge und Gehirn. Es ist nämlich nicht so, dass alle immer das Gleiche sehen. Das Gehirn kann die Augen überlisten und ihnen etwas vormachen. Diese Vorgänge sind reichlich kompliziert. Beim Aufklären der Täuschungsmanöver helfen Rechner. Die Computerwissenschaft war in den 80er Jahren noch sehr am Anfang.
Sie war ein Spezialgebiet der Mathematik. Uwe Ilk, der zunächst in seiner Heimatstadt Ulm studierte und hier von seinem Professor als Talent erkannt wurde, machte nach Ende des Studiums einen großen Sprung nach Washington. Dort arbeitete er in einem Forschungsinstitut an seiner Doktorarbeit. Fast wäre er auch in den USA geblieben. 1992 hat mir jemand angeboten, nach Tübingen zu kommen. Und ich fand es damals klasse, weil meine Freundin damals war in Tübingen und meine Eltern wohnen in Ulm, ist nicht so weit weg. Und von daher war es dann schön, dass ich wieder in die Heimat zurückkommen konnte und in Tübingen meine Forschung weitermachen konnte. Seit 1992 arbeitet Uwe Ilk also in Tübingen, wo er auch Professor wurde. Aber er forscht hier nicht nur, sondern vermittelt seine Wissenschaft auch Schülerinnen und Schülern im Schülerlabor. Die Kinder und Jugendlichen können hier erstaunliche Entdeckungen machen. Zum Beispiel, dass Fische elektrische Ströme aussenden und sich damit orientieren. Dann könnt ihr den Ton hören. Das ist das elektrische Signal, was der Fisch produziert. Die Schülerinnen und Schüler, die zu uns kommen, die zeichnen zum Beispiel auf, wie die elektrischen Felder aussehen von elektrischen Fischen. Wir haben zwei Arten bei uns im Labor, eine aus Südamerika, eine aus Afrika. Wichtiges Werkzeug im Schülerlabor sind Computer. Mit Computern kann man zum Beispiel Signale messen, die das Hirn an die Muskeln sendet. Wenn man entsprechende Stöpsel oder Elektroden auf die Hand eines Menschen platziert, dann kann man auf dem Bildschirm die elektrischen Signale des Gehirns an die Muskeln sehen. Aber Gedanken kann man mit ihnen nicht lesen. Das wäre auch sehr unheimlich. So, liebe Kinder, jetzt habt ihr meinen Arbeitsplatz kennengelernt. Ihr habt gesehen, was ich den ganzen Tag so mache. Und jetzt kann ich mit meiner Kinderuni-Vorlesung beginnen. Vorlesungen an der Uni machen wir immer so, dass wir am Anfang von der Vorlesung eine Inhaltsangabe geben. Der Grund ist da, dass Studierende nicht unbedingt die ganze Zeit aufmerksam sein wollen. Und wenn man denen am Anfang sagt, eine Inhaltsangabe gibt, dann wissen die ganz genau, wann ist es spannend für mich, wann muss ich genau aufpassen und wann kann ich mir vielleicht die Freiheit nehmen, zu überlegen, was ich heute Abend noch mache. Ihr wisst ganz bestimmt, wir Menschen, wir haben 5 Sinnesorgane. Wir können die Welt um uns herum mit unseren Augen sehen. Wir hören mit den Ohren. Wir können mit unseren Händen oder mit der ganzen Körperoberfläche fühlen. Die Nase, beim einen groß, beim anderen klein, ist zum Riechen da. Und wir schmecken mit unserer Zunge. An der Stelle glaubt ihr jetzt bestimmt alle, dass die 5 Sinne getrennt voneinander funktionieren. Das ist aber nicht so. Die Sinne, die arbeiten alle zusammen. Das kann ich euch mit einem einfachen Experiment, was ihr vielleicht heute Abend beim Abendessen machen könnt, zeigen. Ich glaube, für euch ist es ganz klar, es ist doch völlig einfach, eine Fanta von einer Cola zu unterscheiden. Fanta schmeckt doch ganz anders als Cola. Ja, aber jetzt macht mal heute Abend, probiert es mal, macht eure Augen zu, haltet die Nase zu und dann nehmt mal einen Schluck, entweder von der Cola oder von der Fanta. Und ich garantiere euch, es ist gar nicht mehr so einfach zu unterscheiden, ob ihr jetzt gerade Cola und Fanta trinkt, wenn ihr eben nicht sehen könnt, das eine ist schwarz, das andere ist gelb, oder wenn ihr das riechen könnt. Es geht, da seht ihr sehr schön, dass die Sinne alle zusammenarbeiten. Gibt es denn noch mehr Sinne? Wir haben mehr als nur diese 5 Sinne. Wir sind auch in der Lage, wir spüren, ob es warm oder kalt ist. Wir haben Sinneszellen für Wärme und Kälte in unserer Haut. Auch die Sinneszellen können sich täuschen. Was ganz einfach ist, vielleicht ist euch mal aufgefallen, wenn es kalt ist. Wenn es kalt ist, kriege ich eine Gänsehaut. Das ist ein Zeichen dafür, dass es kalt ist. Wenn ihr jetzt in eine ganz warme Badewanne steigt, guckt mal genau, was eure Haut macht. Ihr werdet sehen, dass ihr eine Gänsehaut bekommt. Eine Gänsehaut bekommt ihr deshalb, weil sich eben die Wärmekörperchen auch täuschen, die Kältekörperchen in eurer Haut. Auch die können sich täuschen. Und dann gibt es eine Gänsehaut, obwohl es ja eigentlich sehr warm ist. Wir spüren nicht nur Dinge um uns herum, wir haben auch die Möglichkeit, Schmerz zu erfahren. Schmerz ist was anderes als einfach nur Tasten. Wenn ihr auf eine heiße, macht es bitte nicht zu Hause. Wenn ihr auf eine heiße Herdplatte greift, dann zieht ihr ganz schnell die Hand zurück. Ihr zieht die Hand zurück, weil die Schmerzrezeptoren ansprechen. Das ist was anderes als einfach nur das Gefühl für die Herdplatte. Wir haben außerdem einen Sinn für den Mittelpunkt der Erde, ein Gleichgewichtssinn. Wir wissen eigentlich immer, wo es unten und wo ist oben.
Und wir haben einen Sinn, der uns was darüber sagt, wie lang unsere Muskeln sind. Muskeln sind eigentlich dazu da, dass sie uns bewegen können. Zusätzlich gibt es aber auch in den Muskeln Sinneszellen, die uns die ganze Zeit sagen, wie lang denn so ein Muskel ist. Dass die Sinne sehr schön zusammenarbeiten, können wir jetzt wieder mit einem kleinen Experiment machen. Was wir alle zusammen, könnt ihr daheim machen. Ihr müsst einfach nur bitte kurz mal aufstehen und ihr könnt genauso gut wie ich mach's euch vor, auf einem Bein stehen. Das ist überhaupt kein Problem. So, jetzt habt keine Angst, es passiert nichts um euch rum. Macht doch alle mal bitte die Augen zu. Macht die Augen zu und steht auf einem Bein. Und ihr werdet sehen, das ist gar nicht mehr so einfach. Ihr wackelt da ganz arg. Also auf einem Bein zu stehen, da helfen unsere Augen. Also das Gleichgewichtssystem, der Gleichgewichtssinn bekommt Hilfe von den Augen. Ein schönes Beispiel dafür, wie die Sinne zusammenarbeiten. Haben Tiere denn andere Sinne? Wenn wir bei Tieren jetzt nachschauen, dann sehen wir, dass Tiere in der Lage sind, Dinge wahrzunehmen, von denen wir überhaupt keine Ahnung haben. Ein Beispiel dafür ist der elektrische Sinn. Wenn ihr an einen Weidezaun greift, dann tut es weh. Das ist eine Schmerzempfindung. Wir haben keinen Sinn, dass da meinetwegen 15 Volt auf diesem Weidezaun sind. Haie, die haben einen Sinn für elektrische Ströme und Spannungen. So ein hungriger Hai, der ist in der Lage, eine Flunder, die sich im Sand versteckt hat, aufzuspüren, nur weil die Flunder eben elektrische Signale produziert, die der Hai dann dazu benutzt, die Flunder zu fressen. Und wie finden denn Vögel nach Hause? Ja, also Vögel, die benutzen jetzt nicht das elektrische Feld, sondern die haben tatsächlich einen Sinn fürs Magnetfeld der Erde. Wenn Vögel im Herbst wieder nach Süden ziehen, dann wissen die ganz genau, wo es nach Süden geht, weil sie eben einen Sinn für das Magnetfeld der Erde haben. Also das, wo wir Menschen einen Kompass dazu brauchen oder eben unser Telefon mit dem GPS-System, haben Vögel die Möglichkeit, das Magnetfeld der Erde zu sehen. Wir wollen uns jetzt mit dem Sehen beschäftigen. Das Sehen funktioniert, kann man eigentlich ganz gut erklären, das funktioniert so ähnlich wie Public Viewing funktioniert. Also wir haben Augen, die Augen sind quasi die Kamera. Kameras, die ein Fußballspiel meinetwegen filmen. Und wir haben dann Menschen bei Public Viewing, die auf einer großen Leinwand das Fußballspiel anschauen. Die Menschen bei dem Public Viewing sind jetzt quasi die Nervenzellen in unserem Gehirn, die das Bild analysieren. Und so wie die Nervenzellen das Bild analysieren, so analysieren die einzelnen Menschen bei Public Viewing ja auch, was sie denn gerade sehen. Und ich glaube, beim Public Viewing ist völlig klar, die Menschen können sich auch täuschen. Einmal reden die miteinander, die tauschen sich aus. Tor! Ole, 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 ole. Und war das jetzt ein Elfmeter, war das Handspiel? Da zusätzlich zu dem, was man auf dem Bildschirm sieht, passiert dann eben, dass die Leute miteinander reden. Damit kann man sehr viel erklären, was wir an Täuschungen jetzt dann in den nächsten Minuten sehen werden. Also das, im Prinzip ist es so, unsere Augen sind Kameras, unsere Nervenzellen im Gehirn sind die einzelnen Menschen bei Public Viewing. In der Technik ist es so, dass die Information über Radiowellen übertragen wird. Im Gehirn gibt es keine Radiowellen. Im Gehirn gibt es Kabel. Kabel, das sind Nerven. Und wir haben jetzt das Problem, dass wenn das Kabel kommt an einer Stelle aus dem Auge raus. An der Stelle, an der das Kabel aus dem Auge rauskommt, können wir nicht sehen. Wir haben in unserem Auge einen blinden Fleck. Wir sehen den blinden Fleck nicht, weil wir haben ja zum Glück zwei Augen. Und der blinde Fleck vom linken Auge liegt an der anderen Stelle wie der blinde Fleck vom rechten Auge. Wenn wir jetzt aber ein kleines Experiment machen, kann ich euch zeigen, dass ihr tatsächlich alle einen blinden Fleck habt. Dazu müsst ihr jetzt auf dem Bildschirm, ihr müsst euer linkes Auge zuhalten und dann schaut doch bitte auf eurem Bildschirm zu Hause ganz genau auf das X. Und wenn ihr auf das X schaut und den Kopf vielleicht ein bisschen nach vorne oder nach hinten tun, dann bin ich sicher, es gibt einen Abstand vom Fernseher, bei dem Abstand wird die Maus verschwinden. Da ist sie einfach weg. Wenn ihr den Kopf wieder ein bisschen nach hinten nehmt, dann kommt die Maus wieder. In dem Abstand ist die Maus in eurem blinden Fleck. Einfach weg. Ah, ich bin blind! Wenn die Maus verschwindet, dann seht ihr da kein schwarzes Loch. Da ist einfach nur, ihr seht die Farbe von dem Bildschirm zu Hause bei euch. Wenn ich euch jetzt ein Gitter um die Maus rum mal und ihr wieder das linke Auge zumacht, ihr schaut bitte ganz genau auf dieses
X auf dem Bildschirm auf der linken Seite, bringt den Kopf wieder in die richtige Entfernung, dann garantiere ich euch, ihr seht alle ein vollständiges Gitter. Ihr seht da kein Loch in dem Gitter, sondern ihr seht ein vollständiges Gitter. Boah. Euer Gehirn füllt dieses Loch, was in dem Bild drin steht, auf. So ähnlich wie wenn ihr vielleicht zu Hause schon mal ein Bild mit Photoshop bearbeitet habt, wenn ihr jemand aus dem Bild rausschneiden wollt. Genau das ist das, was euer Gehirn die ganze Zeit macht und diesen blinden Fleck ausblendet. Deshalb sehen wir den blinden Fleck nicht. So, jetzt möchte ich euch ein paar Nacheffekte demonstrieren. Nacheffekte zeigen jetzt einfach, dass wir uns an Dinge gewöhnen, die um uns herum passieren. Und anfangen möchte ich da mit Bewegungsnacheffekten. Man nennt es Wasserfallillusion. Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, wenn ihr lang genug auf einen Wasserfall schaut, dann passiert was ganz Merkwürdiges. Es war die erste Beschreibung, die ein Wissenschaftler gemacht hat. Ich zeige euch als erstes mal ein relativ langweiliges Video. Ihr seht einfach nur Streifen, die sich von links nach rechts bewegen. Schaut doch bitte genau in die Mitte von dem Kreis. Schaut, ihr seht, dass die Balken sich von links nach rechts bewegen. Und ihr gewöhnt euch da jetzt in dem Moment gerade dran. Wenn ihr da lang genug drauf schaut und ich halte das Video dann an, jetzt ist es gleich soweit, dann bin ich sicher, ihr seht alle eine merkwürdige Bewegung der Balken nach links. In Wirklichkeit sind die Balken stabil, die bewegen sich nicht. Es ist nur in eurem Gehirn diese Scheinbewegung nach links. Das war jetzt ein relativ langweiliges Beispiel. Hier kommt jetzt ein spannenderes Beispiel. Ich zeige euch jetzt ein Video, bei dem Kreise sich zusammenziehen. Jetzt ist es wieder so, dass euer Gehirn sich daran gewöhnt, dass alles in der Mitte zusammengeht. Schaut bitte ganz genau auf dieses Zentrum, da ist ein kleiner roter Punkt. Wenn ihr da lang genug drauf schaut, es dauert die 5 bis 10 Sekunden, bis sich das einstellt. Und wenn ich euch danach ein stabiles Bild zeigt, dann bin ich sicher, ihr seht alle diesen Buddha, wie der erstens aus dem Bild rauskommt und zweitens, wie der breit wird. Das geht jetzt nicht nur mit dem Buddha, das geht auch mit mir selber sogar. Schaut doch noch mal ganz genau in die Mitte von diesen Kreisen, die in der Mitte zusammengehen. Also wieder, ihr gewöhnt euch drauf, dass alles in der Mitte zusammengeht. Es dauert wieder seine 5 bis 10 Sekunden, so lange läuft es. Und jetzt schaut mich einfach mal an. Und ich bin sicher, ich gehe auf wie ein Hefezopf. Ich hätte es auch so machen können, dass ich schmal wird, aber das ist ja langweilig. Also hier mit der Illusion gewinne ich an Format. Wir können uns nicht nur an Bewegung gewöhnen, wir können uns auch an Farbe gewöhnen. Wenn ihr euch das Bild mal anschaut, ihr seht hier eine Gruppe von Menschen irgendwo in der Südsee, die offensichtlich gerade eine Party feiern. Und das ist ein farbiges Bild. Ich bin mir sicher, jeder von euch sieht auf seinem Computerbildschirm farbige Kleider von den Menschen. So. Wenn ihr jetzt ganz genau bitte, was ich jetzt gemacht habe, ich habe jetzt die Farben überbetont. Schaut doch mal ganz genau bitte auf die Sonnenbrille von dem Mann im Vordergrund. Ihr gewöhnt euch jetzt daran, dass die Farben eben überstrahlen. Und wenn ich euch das lang genug zeige, dann wird es gleich was Merkwürdiges passieren. Wenn ich euch jetzt nämlich jetzt wieder dieses farbige Bild zeige, dann sieht das Bild, was eigentlich farbig war, für euch grau aus. Jetzt kommen die Farben wieder zurück. Farben wegzaubern, das ist das eine. Ist nicht so richtig super spannend. Viel spannender wäre es, wenn man Farben herzaubern könnte. Auch das geht. In dem Bild seht ihr alle einen Regenbogen. Ein Regenbogen, der nicht farbig ist. Das ist eigentlich das Dämlichste, was man überhaupt machen kann. Also ein Regenbogen muss doch bitte farbig sein. Das ist das Symbol für Farben überhaupt. Wir schaffen es, dieses Graustufenbild, was ihr gerade seht, farbig zu machen. Und zwar alles, was ihr dazu machen müsst, ihr müsst einfach diesen Punkt in der Mitte ganz genau anschauen. Ich zeige euch im Moment jetzt gerade quasi das Negativbild von dem Originalfarbbild. Ihr schaut ganz genau bitte auf diesen Punkt in der Mitte. Und wenn ich jetzt euch wieder dieses Originalbild zeige, dann bin ich sicher, ihr seht alle zu Hause bei euch einen farbigen Regenbogen. Obwohl das Bild an sich immer noch schwarz-weiß ist, da ist keine Farbe drin. Wir können also Bewegung anpassen, wir können Farbe anpassen, wir können auch Zahlen anpassen. Wenn ich euch frage, wie weit könnt ihr zählen, dann sagt ihr erstmal, das ist noch eine dämliche Frage, ich kann unendlich weit zählen, ich kann immer eins dazu addieren. 1, 2, 3, 4, 5. Gut, das 6, meine ich jetzt nicht. 7, was ich meine ist, 8. Wenn ich euch frage, wie weit könnt ihr zählen, wie weit könnt ihr mit einem Blick erfassen, wie viele Objekte bei euch da sind? Sind es jetzt 4 Tassen Kaffee vor mir oder 5 Tassen Kaffee vor mir?
Was da ganz spannend ist, es gibt einen Indianerstamm in Südamerika, am Amazonas, die haben in ihrer Sprache nur Wörter für eins, zwei und viele. Da gibt's die haben keine Wörter für drei, vier, fünf, sechs, sieben. Das alles für die ist viele. Wenn ihr im Matheunterricht eine Frage nicht beantworten könnt, sagt eurem Mathelehrer doch einfach, so wichtig sind Zahlen nicht. Es gibt einen Indianerstamm, die haben nur Zahlen eins, zwei und viele. Und die leben ja auch. Und warum haben die nicht mehr? Das weiß man nicht so ganz genau. Es ist für uns einfach nur wichtig, viele von eins oder zwei zu unterscheiden. Eins, zwei, viele, viele, viele. Für einen Stamm, also für diese Ureinwohner in Südamerika, ist es offensichtlich nicht wichtig zu unterscheiden, ob ich jetzt vier oder fünf Äpfel vor mir habe. Dazu machen wir jetzt auch wieder ein kurzes Experiment. Schaut alle auf euren Bildschirm und ich zeige euch jetzt ganz kurz zwei Punktwolken. Und ihr müsst entscheiden, wo mehr Punkte drin sind, links oder rechts. Wenn ich das so kurz zeige, dass ihr nicht zählen könnt, dann seid ihr da unentschieden. In Wirklichkeit sind es beides mal gleich viele Punkte. Also wenn ich das jetzt mit 1000 Kindern machen würde, dann würden 500 Kinder sagen, links sind mehr Punkte und 500 Kinder würden sagen, rechts sind mehr Punkte. Jetzt schaut mal ganz genau auf den roten Punkt. Was jetzt passiert, ihr gewöhnt euch daran, dass ich euch links viele Punkte zeige und rechts wenig Punkte zeige. Das müssen wir wieder 5 bis 10 Sekunden adaptieren. Also einfach nur ganz genau auf den roten Punkt schauen. Und jetzt zeige ich euch gleich wieder im Anschluss zwei Punktwolken. Und ihr müsst jetzt entscheiden, wo sind mehr. Und ich bin mir sicher, ihr sagt jetzt alle, dass rechts mehr Punkte waren. In Wirklichkeit, ich glaube, in der Zwischenzeit habt ihr mich durchschaut, es waren es wieder gleich viele. Es war einfach jetzt wieder so, dass ihr rechts mehr Punkte gesehen habt, weil euer Gehirn sich schon dran gewöhnt hat, dass links mehr Punkte vorhanden waren. Diese Anpassungsphänomene, sei es jetzt Bewegung, sei es Farbe, sei es Zahlen, die kann man eigentlich ganz einfach erklären. Die Erklärung besteht darin, dass das Gehirn sich an das gewöhnt, was momentan passiert. Um euch das klar zu machen, ich hoffe, ihr mögt alle Schokolade. Wenn ihr Schokolade mögt, dann funktioniert es gut. Also stellt euch vor, nächste Woche, ihr kommt am Montag von der Schule nach Hause und eure Mama oder euer Papa, wer zu Hause ist, sagt, oh Kind, schön, dass du nach Hause kommst, ich habe dir eine Tafel Schokolade. Ich glaube, normalerweise kriegt er keine Schokolade, wenn er nach Hause kommt. Also ich mag auf jeden Fall Schokolade. Ihr würdet es bestimmt toll finden. Dann kommt am Dienstag von der Schule nach Hause, kriegt die Tafel Schokolade. Ihr findet es natürlich klasse. Am Mittwoch kommt er von der Schule nach Hause, ihr kriegt die Tafel Schokolade. Ihr habt euch dran gewöhnt, das ist normal ja jetzt. Und am Donnerstag kommt er von der Schule nach Hause und ihr kriegt keine Schokolade. Und dann werdet ihr natürlich traurig, dann wäre Holland in Not. Ihr seht, also ihr hättet euch daran gewöhnt, dass es ganz normal ist, eine Tafel Schokolade zu kriegen. Und dann würdet ihr, wenn ihr keine Schokolade kriegt, das als was besonders Schlechtes empfinden. Mit der Erklärung kann ich euch alles erklären, was ihr bisher in meiner Vorlesung gesehen habt. Jetzt wollen wir uns nochmal mit Farbe beschäftigen. Wenn ihr an eurem Computerbildschirm daheim ganz genau hinschaut, dann seht ihr, dass in diesem Computerbildschirm gibt es Pixel, kleine Leuchtelemente für Rot, Grün und Blau. Und wenn Rot, Grün und Blau zusammen an sind, wenn alle drei Pixel an sind, dann seht ihr Weiß. Das ist das, was man als additive Farbmischung bezeichnet. Wenn was leuchtet, alle Farben zusammen, gibt Weiß. Wenn ihr mit Farben malt, wenn ihr mit Wasserfarben malt, dann fällt euch wahrscheinlich auf, dass es ja ganz anders ist. Alle Farben zusammen gibt Schwarz. Farben, die absorbieren Licht, das ist das, was man subtraktive Farbmischung nennt. Ihr habt vielleicht auch Farbdrucker zu Hause und da fällt euch vielleicht auf, dass die Farbkartuschen, die ihr in einem Farbdrucker habt, dass das Gelb, Cyan und Magenta ist. Das sind andere Grundfarben als bei der additiven Farbmischung. So. Und in unserem Auge gibt es jetzt auch Sinneszellen für Rot, Grün und Blau. Das passt ja sehr gut. Und jetzt wird man am Anfang auch erstmal denken, klar, das Farbensehen funktioniert einfach so, weil ich habe einfach Sinneszellen für Rot, Grün und Blau in meinem Auge und damit kann das Auge Farbe wahrnehmen. Das Farbe, was sehr subjektiv ist, zeige ich euch hier. Wenn ihr in den Würfel schaut, die mittlere Fläche rechts oben und die mittlere Fläche auf der Seite, die zu uns hinweist, ist beides mal die gleiche Farbe.
Das glaubt jetzt niemand von euch, da bin ich mir sicher. Wenn ich jetzt den Würfel abdecke, ich ändere an dem Würfel nichts, ich decke den einfach nur ab. Je mehr ich davon abdecke, desto mehr seht ihr, dass tatsächlich diese zwei Flächen tatsächlich die gleiche Farbe haben. Wenn ich die Abdeckung wieder wegmache, dann seht ihr, dass die eine Seite vom Würfel im Licht liegt, deshalb erscheint uns da die Fläche als braun und die andere Seite vom Würfel, die ist im Schatten und da erscheint uns die Farbe dann als orange. Unser Farbeindruck kommt also daher, dass unser Gehirn das Verhältnis von der Fläche zu ihrer Umgebung rechnet. Form sehen, da ist es auch auf den ersten Blick einfach. Wenn ich ein Viereck sehe, sehe ich ein Viereck, denkt man sich so. So ganz einfach ist es nicht. Erstmal zeige ich euch hier ein Bild. Sieht von euch jemand da ein Wildschwein in dem Bild? Nee, da sieht man kein Wildschwein. Da ist ein Dalmatiner drin. Seht ihr den Dalmatiner? Der schnüffelt, der läuft nach links, schnüffelt, die Schnauze ist am Boden. Die Frage ist jetzt natürlich, ist ein Dalmatiner ein schwarzer Hund mit weißen Punkten oder ist ein weißer Hund mit schwarzen Punkten? Da brauche ich mir nichts dazu zu sagen. Aber ich bin mir sicher, in der Zwischenzeit habt ihr alle den Dalmatiner erkannt. In dem Bild, was ich euch jetzt zeige, bin ich mir sicher, ihr seht einfach nur eine Mauer. Und auch wenn ihr lange auf die Mauer schaut, bin ich mir sicher, ihr seht da nichts Spezielles. Wenn ich jetzt die Mauer ausblende, dann seht ihr alle, dass da eine Zigarre steckt in der Mauer. Und wenn ich euch jetzt wieder das erste Bild zeige, dann seht ihr jetzt diese Zigarre in der Mauer. Wenn man die einmal gesehen hat, die Zigarre, wird man die immer in seinem Leben immer wieder erkennen. In dem Beispiel von der Zöllner-Illusion zeige ich euch jetzt Linien, die schräg sind. Und wenn ihr euch das Bild anschaut, dann hat es den Anschein für euch, als ob die Linien alle unterschiedlich wären. Die Orientierung von den Linien sei unterschiedlich. In Wirklichkeit ist es aber nicht so. Wenn ich die kurzen Linien wegmache, dann seht ihr, dass die Linien alle parallel sind. Parallel heißt in der Mathematik, dass sie sich im Unendlichen schneiden. Die haben alle die gleiche Orientierung. Wir können die Orientierung nicht sehen, weil die kurzen Linien uns dabei stören. Oder im Fall von der Heringsillusion seht ihr einfach, es sieht so aus, als wenn diese vier Linien durchgebogen wären. In Wirklichkeit, wenn ich den Hintergrund wegnehme, seht ihr, dass es einfach nur vier horizontale Linien sind. Im Fall von der Müller-Leier-Illusion zeige ich euch jetzt hier einfach nur zwei gleich lange Linien. Was die Linien gleich lang sind, hat, glaube ich, niemand eine Frage. Wenn ihr wollt, messt einfach mit, vielleicht habt ihr ein Lineal da, legt ein Lineal an euren Bildschirm und messt ab. Ihr werdet sehen, die zwei Linien sind gleich lang. So, jetzt gebe ich euch Linienenden dazu. Und jetzt sieht es für euch so aus, als wenn die untere Linie deutlich länger wäre als die obere Linie. In Wirklichkeit hat sich an den Linien, an der Länge der Linien nichts geändert. Das ist einfach nur die Illusion. Oder die Größe von Kreisen. Ihr seht hier zwei blaue Kreise, die sind offensichtlich gleich groß. Völlig einfach. Wenn ich euch jetzt dazu rote Kreise gebe, dann bin ich mir sicher, ihr seht alle, für euch erscheint jetzt der Kreis auf der linken Seite deutlich größer als der Kreis auf der rechten Seite. Funktioniert das nur mit roten und blauen Kreisen? Ich habe die Farben da dazu genommen, um es eigentlich deutlicher zu machen. Sonst müsste ich an der Stelle immer sagen, der mittlere Kreis und der äußere Kreis. Also Farben spielen da keine Rolle. Das wird genauso funktionieren mit Schwarz-Weiß-Kreisen. Was ich euch hier gezeigt habe, also ist, dass wir nicht in der Lage sind, die Form von dem Objekt isoliert zu sehen. Wir sehen das Objekt immer im Zusammenhang mit dem Hintergrund. Beim Formsehen fällt uns jetzt ja schon auf, dass wir immer eine Form mit einem Objekt zusammen sehen. Jetzt gibt es Bilder, in denen können wir zwei Objekte erkennen. Man nennt es die bistabile Wahrnehmung. Bistabil, ihr kennt vielleicht vom Winter noch, Biathlon. Biathlon ist eine Sportart, bei der die Sportler einerseits super toll Skifahren können und andererseits aber auch super toll schießen müssen. Also zwei Sachen gleichzeitig quasi machen können. Ich zeige euch jetzt vier Beispiele für bistabile Wahrnehmung. Ihr seht hier entweder ein Hasen oder eine Ente. Je nachdem. Spannend ist, ihr seht niemals eine Mischung zwischen Hasen und Ente, sondern entweder ein Hase oder ein Ente. Und hier in dem Bild jetzt seht ihr entweder zwei Menschen, die miteinander sprechen, oder ihr seht eine Vase. Ihr seht wieder niemals eine Mischung zwischen beiden. Entweder die zwei Menschen, die miteinander reden, oder die Vase. Im dritten Bild bin ich mir sicher, ihr seht die Maus oder die Ratte, die da drin ist. Könnt ihr die sehen?
Und zusätzlich gibt es da ein Bild von einem Mann. Und zwar ein Mann, der so viel Haare hat wie ich. Ein Glatzkopf. Könnt ihr alle den Glatzkopf sehen? Schon. Und im letzten Bild, da seht ihr jetzt hier entweder eine ältere Frau. Die ältere Frau, die hat ihren Kinn in einem Schal. Oder ihr seht ein junges Mädchen, Diadem im Haar, das nach links hinten schaut. Das funktioniert nicht nur mit Bildern, das funktioniert auch mit Bewegung. Ich zeige euch gerade ein kleines Filmchen, ein GIF, was nur aus zwei Bildern besteht. Und ich bin mir sicher, ihr seht entweder, dass die Quadrate sich nach links oder nach rechts bewegen. Wenn ihr euch bewegt, wenn ihr mit dem Kopf wackelt, dann könnt ihr bestimmen, ob die Quadrate sich nach links oder nach rechts bewegen. Und noch spannender ist es, wenn ihr, stellt euch jetzt mal vor, ihr würdet gerade ein Computerspiel spielen und ihr hättet einen Joystick in der Hand. Also stellt euch vor, ihr hättet einen Joystick in der Hand und mit dem Joystick könnt ihr die Bewegung von den Quadraten bestimmen. Wenn ihr den Joystick nach rechts bewegt, dann bewegen sich bei mir die Quadrate nach links. Wenn ich meinen Joystick nach links bewege, bewegen sich die Quadrate nach rechts. Ist eigentlich ganz merkwürdig. Ihr könnt alle bestimmen, durch das, dass ihr den Joystick bewegt, was ihr seht. Normalerweise laufen wir aufrecht durch die Welt. Eine aufrechte Welt. Wir laufen normalerweise nicht auf dem Kopf. Wenn ich euch jetzt hier das Bild, ihr kennt bestimmt alle noch den ehemaligen Präsidenten von den USA, Barack Obama. Wenn ich jetzt das Bild von Barack Obama auf den Kopf stelle, ist es gar nicht mehr so einfach, ihn zu erkennen. Und noch viel schwieriger wird es, wenn ich jetzt das Bild von Herrn Obama ein bisschen manipuliere. Was ich hier gemacht habe, ich habe die Augen und den Mund um 180 Grad rumgedreht. Und ihr seht mit einem Blick, dass es nicht das echte Bild von Obama ist. Wenn ich das auf den Kopf stelle, dann ist es sehr schwierig zu unterscheiden, welches ist jetzt das richtige Bild und welches ist das manipulierte Bild. Ich kann das nicht sehen. Es geht allerdings ganz einfach zu erkennen, was ist jetzt das richtige Bild und was ist das falsche Bild, indem ihr einfach jetzt alle euch rumdreht. Wenn ihr euch zu Hause so rumdreht und ihr schaut das Bild, macht einen Kopfstand, dann werdet ihr sofort sehen, dass das eine Bild der manipulierte Obama ist und das andere Bild der echte Obama. Ich sehe es, ich sehe es. Wir Menschen sind eben dafür gebaut, dass wir aufrecht durch die Welt laufen. Bewegung ist was Spezielles. Schaut doch alle mal auf das Bild, was ich euch hier zeige. Es ist einfach nur ein Loch, was die Magenta-Punkte ausradiert. Wenn ihr jetzt ganz genau auf dieses Kreuz in der Mitte schaut, dann bin ich mir sicher, ihr seht jetzt alle einen grünen Punkt. Der grüne Punkt, der wandert im Uhrzeigersinn. Das ist jetzt wieder so ein Nacheffekt. Und wenn ihr ganz genau dieses schwarze Kreuz fixiert, dann bin ich mir sicher, dann seht ihr, dass dieser grüne Punkt diese Magenta-Punkte ausradiert. Die sind weg. Blinzelt einfach mal kurz mit dem Auge und ihr seht, die sind alle wieder da. Wenn ihr den Punkt, das schwarze Kreuz genau fixiert, verschwinden die Magenta-Punkte. Entschuldigung, woran liegt das denn genau? Das ist wieder so ähnlich ein Nacheffekt wie vorher mit den Farben. Erinnert ihr euch, wir hatten ein Schwarz-Weiß-Bild, was wir farbig gemacht haben durch den Nacheffekt. In dem Fall hier ist jetzt die Farbe, die zusammen mit Bewegung funktioniert. Also wir sehen über den Nacheffekt jetzt eine scheinbare Bewegung, die es in Wirklichkeit gar nicht gibt, die auch den Hintergrund ausradiert. Früher hat man angenommen, dass wir erst ein Objekt erkennen und dann die Bewegung berechnen. Also, wenn ich durch das Zimmer hier laufe, dann seht ihr mich zu einem Zeitpunkt an der einen Stelle und zum anderen Zeitpunkt an der anderen Stelle. Und einfach aus der Distanz zwischen den zwei Stellen und die Zeit, die ich brauche, um von A nach B zu laufen, kann man ja die Geschwindigkeit ausrechnen. Mit einem einfachen Video zeige ich euch jetzt, dass es falsch ist, dass wir erst Bewegung sehen und dann die Form sehen. Wenn ihr euch jetzt auf dieses Video konzentriert schaut, dann seht ihr bestimmt alle, dass da ein Balken von links nach rechts läuft. Wenn ich das Video anhalte, dann ist der Balken weg. Wenn das Video wieder läuft, guckt genau hin, dann seht ihr da den Balken. Also offensichtlich ist es so, dass unser Gehirn erst die Bewegung rechnet und aus der Bewegung wird dann die Form berechnet. Also erst Bewegung erkannt und dann wird dieser Balken erkannt. Bei Bewegung ist es wichtig, dass das Auge sich auch bewegen kann. Das, was ich euch jetzt hier zeige, ist einfach nur ein statisches Bild. Da ist keine Bewegung drin.
Aber euer Auge bewegt sich die ganze Zeit ein kleines bisschen. Und diese kleinen Bewegungen von eurem Auge führen dazu, dass diese Spiralen, die ihr gerade seht, dass die sich scheinbar bewegen. Interessant ist, manche Spiralen bewegen sich im Uhrzeigersinn, die andere gegen die Uhrzeigersinn. Die Bewegung kommt daher, dass euer Auge sich immer ein kleines bisschen bewegt. So, ich muss abschließen. Ich habe Feierabend. Es dauert doch nur noch eine Minute. So, bitte. Können wir noch mal uns kurz konzentrieren und unsere Aufmerksamkeit noch mal zusammennehmen? Wir sind fast am Ende von der Vorlesung. Noch einmal bitte konzentrieren und aufmerksam sein. So. Was ich euch jetzt noch mal zeigen möchte, ist, dass wenn euch Aufmerksamkeit fehlt, dass wir Dinge nicht sehen können. Ich zeige euch jetzt zwei Bilder mit einem Unterschied. Zwischen den zwei Bildern ist ein graues Bild eingeblendet. Dieses graue Bild, das führt dazu, dass es euch ablenkt. So wie die Störung gerade eben. Und ihr seid dann nicht in der Lage, den Unterschied zwischen den zwei Bildern zu sehen. Guckt mal ganz genau drauf. Ich bin mir sicher, ihr habt große sieht jemand von euch den Unterschied? Ich gebe euch eine kleine Hilfestellung. Was braucht denn ein Flugzeug zum Fliegen? Die Turbine. Ja, eine Turbine. Habt ihr es jetzt gesehen? Im einen Bild ist die Turbine da, im anderen Bild ist die Turbine weg. Dieses graue Bild, was dazwischen zwischen den zwei Bildern eingeblendet war, das hat euch große Schwierigkeiten gemacht, den Unterschied zu erkennen. Hat euch abgelenkt. Und damit wäre ich jetzt am Ende von meiner Vorlesung. Ich habe euch gezeigt, wir Menschen, wir haben 5 Sinne. Sehen ist für uns Menschen ein ganz besonders wichtiger Sinn. Sehen passiert aber nicht nur im Auge, sondern vor allem im Gehirn, ist ein aktiver Prozess. Und viele von den Illusionen, die ich euch gezeigt habe, kann man dadurch erklären, dass sich Nervenzellen an Dinge gewöhnen, die passen sich an, dass Nervenzellen miteinander sprechen, dass sie von ihren Nachbarn beeinflusst werden und dass sie sich mal so und mal so entscheiden. Und Aufmerksamkeit im Prinzip funktioniert so, dass die Nervenzellen entweder ein- oder ausgeschaltet werden. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und jetzt freue ich mich auf eure Fragen, die ich ganz bestimmt alle beantworten kann. Genau, liebe Kinder. So, jetzt kommen wir zu einem ganz spannenden Teil und zwar zur Fragerunde. Mein Name ist Jennifer, ich bin vom Team der wissenschaftlichen Begleitung und ich würde sagen, wir starten direkt. Vielleicht hat die Frage, die geht auf die Hand. Also, kann uns eigentlich jeder Sinn täuschen? Klasse Frage, ja. Also die Täuschung, die geht nicht nur mit dem Auge, das geht in jedem Sinn. Ich hatte euch doch vorher am Anfang erklärt, wenn ihr in eine ganz warme Badewanne geht, dann kriegt ihr eine Gänsehaut. Das ist so ein ganz einfaches Beispiel, dass sogar die Wärmerezeptoren sich täuschen können. Die Ohren können sich auch täuschen. Also es gilt für jeden Sinn. Jeder Sinn kann getäuscht werden. Alles klar, vielen Dank. Dann kommen wir schon zur nächsten Frage. Der Phileas hat noch eine Frage gestellt, hebt schon seine Hand eine Weile. Ich wollte fragen, wie täuscht man eigentlich den Geruchssinn? Weil man kann ja eigentlich nicht falsch riechen. Beim Geruchssinn, klasse Frage, wirklich klasse. Aber was ihr vielleicht aus der Schule kennt, wenn ihr lange in einem, also jetzt muss man ja immer lüften, da ist es ein bisschen blöd, aber wenn ihr lange in einem Klassenzimmer seid und da ist nicht gelüftet geworden, dann fällt euch gar nicht auf, dass die Luft eigentlich schlecht ist oder dass es stinkig ist. Wenn jemand reinkommt in das Klassenzimmer, dann riecht er sofort und sagt, hey Jungs und Mädels, was ist denn hier los? Ihr müsst doch das Fenster aufmachen. Also damit kann ich dir zeigen, dass sogar also deine Nase, der Geruchssinn, dass der sich auch täuscht und dass der sich über längere Zeit anpasst. Klasse Frage. Okay, danke Phileas. Jetzt wäre die Lena dran mit der nächsten Frage. Warum haben wir eigentlich einen blinden Fleck im Auge? Oh, die Lea, gell? Die Frage ist richtig klasse. Also, wir haben den blinden Fleck im Auge, weil an einer Stelle der Sehnerv rauskommt. Jetzt kann man sich natürlich fragen, warum kommt eigentlich der Sehnerv aus dem Auge raus?
Der kommt deshalb aus dem Auge raus, weil das Auge selber, die Netzhaut, ist ein Teil vom Gehirn. Und vielleicht habt ihr schon mal gehört, im Gehirn gibt es ja weiße und graue Substanz. Wenn man so ein Hirn aufschneidet, dann sieht man, da ist weiß und da ist grau. Grau sind die Zellen, deshalb sagt man auch die grauen Zellen. Und weiß sind die Kabel, sind dann auf. Und weil sich das Auge eben als eine Ausstülpung aus dem Gehirn entwickelt, ist das Weiße, also das Kabel, erstmal innen im Auge und es muss an einer Stelle raus aus dem Auge. Das ist nicht bei allen Tieren so. Zum Beispiel bei Tintenfischen ist es so, dass da, die haben keinen blinden Fleck, weil da der Nerv hinten aus dem Auge rauskommt. War das okay so? Okay, super. Danke, Lena. Jetzt hat der Johann mit NN auch seine Hand gestreckt und den würden wir gerne als nächstes aufrufen für seine Frage. Genau, Johann, hörst du uns? Du musst noch kurz dein Mikro freischalten. Ja, da bist du. Super. Also ich hätte die Frage, wie schnell kann man etwas erkennen? Das ist eine klasse Frage. Also da braucht man jetzt wirklich Elektronik und Computer dazu, um das messen zu können, denn das sind ganz kurze Zeiten. Wenn ich messen möchte, wie lange du brauchst, um ein Gesicht zu erkennen zum Beispiel, dann kann ich das messen und kann rausfinden, oder ich weiß, dass es 170 Millisekunden dauert, um ein Gesicht zu erkennen. 170 Millisekunden, das ist also ungefähr ein Zehntel von einer Sekunde. Also so schnell kann ich ein Gesicht erkennen. Was viel schneller geht noch, sind eure Ohren. Ihr könnt mit den Ohren noch viel kürzere Zeiten hören. Ihr könnt alle sagen, wo eine Schallquelle herkommt. Nur ganz kurz. Also wenn du neben dir Klick machst, dann kannst du sagen, okay, der Schall kommt von rechts. Das kannst du deshalb, weil der Schall kommt ein bisschen früher ins rechte Ohr als ins linke Ohr. Und das sind minimale Zeiten, die kann man messen, die kann dein Gehirn messen. War das okay, Johann? Okay, super. Dann schauen wir nochmal in den digitalen Hörsaal rein. Und die nächste Frage würde von der Gül kommen. Gül, genau. Auch noch einen kleinen Moment, bis sie ihr Mikro freigeschaltet hat. Dann darfst du deine Frage stellen. Hörst du uns? Ja. Dann schieß mal los. Ich habe die Frage, was würde passieren, wenn wir keine Sinne hätten? Das ist eine schwierige Frage. Also wenn jemand erwachsen blind wird, dann kann er sich ja daran erinnern, was er als Kind gesehen hat. Dann hat er ja sein Gedächtnis. Wenn jemand blind auf die Welt kommt, ist es schwierig zu sagen, was er denn sieht oder was er empfindet. Es gibt eine ganz berühmte Amerikanerin, Helen Keller heißt die. Die ist quasi blind und taub auf die Welt gekommen. Und sie hat aber trotzdem mit ihrer Umwelt Kontakt aufgenommen. Das ist, also es ist sehr, sehr, sehr schwierig, sich in so jemand reinzuversetzen und nachzuempfinden, was jemand empfindet, der einen Sinn nicht hat, ist eine schwierige Frage. Gut, jetzt kommen wir vielleicht noch zu einer weiteren schwierigen Frage. Ich weiß es nicht. Jetzt würde ich einmal folgenden Namen aufrufen, der steht in der Liste, Mokes. Aber ich glaube nicht, dass du Mokes heißt, sondern du bist ein Mädchen mit einem roten Pulli. Genau. Wie heißt du denn? Für was verwendet man Sinnestäuschungen? Also wir benutzen die Sinnestäuschung tatsächlich auch als Werkzeug in der Wissenschaft, in der Grundlagenforschung, weil ich möchte wissen, wie das Gehirn funktioniert. Und der Vorteil an den Sinnestäuschungen ist eben, dass ich zum Beispiel bei den bistabilen Bildern, ich kann zwei Dinge in einem Bild sehen und dann kann ich rausfinden, welche Teile im Gehirn für die eine Wahrnehmung wichtig sind und welche für die andere Wahrnehmung wichtig sind. Also als Werkzeug in der Grundlagenforschung, wenn ich wirklich was wissen möchte, wie das Gehirn funktioniert. Dankeschön.
Dann nehmen wir als nächstes die Maria dran. Die hat schon länger ihren Arm gestreckt, ihre Hand gehoben. Liebe Maria, jetzt wärst du dran mit deiner Frage. Warum ist es schwieriger, mit Augen auf, mit Augen zu auf einem Bein zu stehen, als mit Augen auf? Okay, also das ist relativ einfach. Normalerweise, du würdest davon ausgehen, dass dein Gleichgewichtssinn ja ausreicht, dass du auf einem Bein stehen kannst. Tatsächlich ist es aber so, wenn du die Augen auf hast, dann sagen dir die Augen quasi, wo der Horizont liegt, was horizontal ist. Und das ist eine ganz entscheidende Information, die dir das viel, viel einfacher macht, auf einem Bein zu stehen, als wenn du die Information nicht hast. Klasse Frage. So, schön. Dann kommen wir jetzt zu Mohammed. Der möchte auch schon länger seine Frage stellen. Mohammed, hörst du uns? Entschuldigung, ich habe zwei Fragen. Hau rein. Das erste ist, warum ist es das so, dass Menschen, die nicht riechen können, auch nicht Sachen schmecken können? Da bin ich jetzt ehrlich gesagt überfragt. Also ich würde jetzt nicht wissen, dass man das Schmecken, also Schmecken und Riechen sind zwei verschiedene Sinneseindrücke. Das und ich würde jetzt, das wundert mich das. Also da kann ich nichts dazu sagen. Das tut mir jetzt wirklich leid, da kann ich nichts dazu sagen. Und die zweite Frage ist, wie prägt unser Einsatz von Technologie unser Gehirn? Das ist jetzt erstmal eine allgemeine Frage, aber also wenn du Technologie jetzt zum Beispiel Computerspiele meinst, da kann ich was dazu sagen, weil das ist das, was mich interessiert in meiner wissenschaftlichen Arbeit. Und was wir zeigen können, ist, dass die Menschen, die viel Computer spielen, dass die zum Beispiel besser Zahlen erfassen können als Menschen, die nicht Computer spielen. Also ein mathematischer Sinn ist von Computerspielern besser als von Nichtspielern. Und wenn wir das dann erklären wollen, dann können wir sagen, okay, Computerspiele, vor allem Action-Videogames, führen dazu, dass du deine Aufmerksamkeitsmechanismen im Gehirn, dass die besser funktionieren, als wenn du nicht Computer spielst. Das ist also so ein direkter Einfluss von Technologie auf unser Gehirn. Okay, super. Bevor wir jetzt zur Lorraine kommen, die sich auch schon lange gemeldet hat, möchte ich noch eine kleine Frage aus unserem Live-Chat, der parallel läuft, noch hier in die Runde bringen. Und zwar, was ist denn der wichtigste Sinn, fragt ein Kind aus dem Live, aus dem Chat? Das ist eigentlich relativ einfach. Wir sagen, dass das Sehen, die Augen ist das Wichtigste, ist der wichtigste Sinn für uns Menschen. Kann man sich überlegen, warum ist das so? Da gibt es eigentlich, die eine Erklärung ist, stellt euch nochmal vor, was Träumen eigentlich sind. Im Traum vor allem so dieses Tagträumen, das sind Bilder, da sehe ich Bilder. Im Traum sind Geräusche und Gerüche und Geschmäcker nicht so wichtig, sind vor allem. Das ist das eine. Und das andere, wenn man nachguckt, wo Sehinformation im Gehirn verarbeitet wird, dann stellt man fest, dass fast die Hälfte vom ganzen Gehirn irgendwas mit dem Auge zu tun hat. Und das ist der Grund, warum wir sagen, für uns Menschen ist das Sehen sicherlich das Wichtigste. Wer von euch einen Hund zu Hause hat, für einen Hund ist das ganz bestimmt anders. Für einen Hund ist die Nase bestimmt viel wichtiger. Okay, danke schön. Dann kommen wir jetzt wie angekündigt zu Doreen, die nächste Frage stellt an Professor Ilk. Kann man die Sinne verbessern? Man kann seine Sinne trainieren. Also das eine, was ich gerade schon angesprochen habe, wenn man Computer spielt, dann führt das dazu, da gibt es eine andere Studie von anderen Wissenschaftlern, die gezeigt haben, dass Computerspielen zum Beispiel schärfer sehen als Nichtspieler. Wenn du ein Instrument spielst du ein Instrument? Klavier. Okay, klasse. Dann musst du, also wenn du Klavier lernst, lernst du ja auch zu hören. Und das ist auch was du, also kannst. Da siehst du, dass dein Gehör immer besser wird, je besser, dass du Klavier spielen kannst. Habe ich noch ein Beispiel, wo man zeigen kann, dass man Sinne trainieren kann? Also Musik, das mit dem Hören, mit dem Fühlen, da fällt mir jetzt nichts aus dem Stand ein. Aber also Sehen und Hören auf jeden Fall, klar.
Gut, jetzt hat noch Angela die Chance, eine Frage zu stellen. Genau, Angela, einmal kurz den Ton freigeben, damit wir dich hören. Gibt es Tiere, die mehr als 5 Sinne haben? Ja, klar. Also was ich ja am spannendsten finde, das sind die Haie, die Elektrorezeptoren in ihrer Schnauze haben. Also Haie können elektrische Spannung fühlen und damit, das sind natürlich tolle Jäger, weil jedes Tier, das sich bewegt, jedes Tier, das ein Herz hat, das schlägt, macht elektrische Signale und Haie können das ausnutzen, die zu fangen. Aber es geht nicht nur im Wasser, auch in der Luft. Hummeln zum Beispiel. Hummeln können messen, wie groß die Ladung auf einer Blüte ist. Und damit machen die Hummeln dann sicher, dass sie jede Blüte nur einmal besuchen, dass sie nicht zweimal zur gleichen Blüte gehen. Und was ich vorher gesagt hatte, die Zugvögel, wenn die im Frühling wieder zu uns kommen, die haben einen Sinn für das Magnetfeld der Erde, also einen Kompass quasi eingebaut. Klasse. Okay, vielen Dank. Du heißt natürlich nicht Angela, aber ich lese die Namen hier ab und hier stand Angela. Das tut mir leid an dieser Stelle. Genau, jetzt haben wir noch eine Frage und zwar von, hier steht der folgende Name, Tipsy. Wer ist denn Tipsy? Tipsy, stell bitte deine Frage. Haben Unterwassertiere auch einen Geruchssinn? Ja, also Unterwassertiere, also Fische jetzt, die haben auch eine Nasenöffnung und haben und nehmen auch über Moleküle über ihre Nase wahr. Und der Nerv, der die Nase mit dem Hirn verbindet, ist bei einem Fisch genau der gleiche wie jetzt zum Beispiel bei uns Menschen. Jetzt sehe ich doch noch jemanden, der noch nicht dran war, und zwar der Elian. Und den würde ich gerne noch dran nehmen und dann müssen wir aber wirklich zum Ende kommen, so spannend die Fragen auch sind. Elian, stell noch deine letzte Frage und dann kommen wir zu einem letzten kleinen Highlight der Kinderuni für heute. Kann man, wenn man Corona hat, auch das Riechen wieder lernen? Da ist jetzt die Frage mit dem Long-Covid, also wie das mit den langen Effekten aussieht. Ich behaupte jetzt, ohne dass ich es 100% sicher weiß, ja, man kann das wieder lernen. Und warum ich das sage, ist, weil wir wissen nämlich, dass in dem Teil im Gehirn, das mit dem Riechen zu tun hat, dass sich da auch bei Erwachsenen immer wieder neue Nervenzellen bilden. Und deshalb bin ich mir relativ sicher, dass auch wenn jemand einen schlimmen Verlauf von Covid-19 hatte, dass der später wieder riechen kann. Klasse Frage, wirklich gute Frage. Okay, eine wunderschöne Frage zum Schluss. Und leider ist jetzt die heutige Vorlesung und Fragerunde neigt sich jetzt dem Ende. Und ja, ich möchte mich bedanken bei euch allen fürs Zuschauen, für eure tollen Fragen. Und es gibt sicher noch weitere Fragen. Und lasst sie mir einfach gerne, lasst sie uns, der Kinderuni, auch gerne zukommen. Wir schauen, dass wir noch die letzten Fragen beantwortet bekommen oder beantworten sie noch jetzt parallel im Live-Chat noch für einige Minuten. Schreibt eure Fragen da rein, sodass ihr alle Antworten bekommt. Genau. Und ich möchte euch noch aufmerksam machen auf unsere nächste Kinderuni-Vorlesung. Die findet am 27. Januar statt. Da würde es uns sehr freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Und da geht es um die Frage, weshalb Udo, den ihr schon kennengelernt habt, den einen Comedian, warum der aufrecht geht. Und zwar wird es sein mit der Paläontologin und Geologin Madeleine Böhme. Die wird uns darauf Antworten geben. Aber genau, was wäre die Kinderuni ohne ein ganz bestimmtes Highlight, und zwar das Merkgedicht. Und das kommt jetzt zu guter Letzt. Und ich sage danke an euch und wünsche euch eine ganz frohe Weihnachts- und Adventszeit und freue mich, wenn wir uns wieder im Januar sehen. Genau, vielen Dank an Professor Ilk. War wirklich eine super spannende Sendung. Und ja, wir werden weiter in Kontakt bleiben und die letzten Kinderfragen noch beantwortet bekommen, hoffe ich, vor Weihnachten. Tschüss, macht's gut. Ohne Sinn wär's Leben nicht so sinnig, ohne Sinne wüsste ich nicht, wo bin ich. Ohne Augen könnte ich nicht sehen, ohne Gleichgewicht nicht gehen und stehen, da könnte ich höchstens kriechen, ohne Nase könnte ich nichts riechen, ohne Tastsinn könnte ich nichts fühlen und wüsste zum Beispiel nicht beim Spülen, ist das kaltes Wasser oder
Heißes. Und wenn Schmerzempfinden auch ein Scheiß ist, ich wüsste beim Herd bei keiner Platte, ob ich Schmerzen oder keine hatte. Ich würde verbrennen, nicht erschrecken. Ja. Ohne Zunge könnte ich nicht schmecken und auch kein Gedicht aufsagen. Und ohne Ohren keine Brille tragen. Doch im Hirn die vielen Zellen vertun sich auch an vielen Stellen. Denn das Auge ist eine Kamera. Und wie man sehen konnte, kann man da, wie beim Hören mit Geräuschen, auch beim Sehen die Hirnzellen täuschen. Wie ein Zauberer sein Publikum führen sich die Augen an der Nase rum und können das Hirn mit vielen schönen Tricks an Anblicke gewöhnen. Durch Bewegung, Formen, Licht und Farben sehen sie nicht, was sie gesehen haben. Was ist wahr? Was Illusion? Ich denke, beim Sehen sieht man schon, man blickt nicht durch. Weshalb ich meine, Sinnestäuschung oder sind es keine?